dann herzlich willkommen zu diesem weiteren Season 16 Video. Heute mal ein eigenes Set, beziehungsweise jetzt ein Mock, was ich gebaut habe zu meiner eigenen Season 16. Guckt euch das Story-Video an, guckt euch die anderen beiden Sets noch an, die ich schon gebaut habe. Beziehungsweise sind jetzt sogar, glaube ich, schon drei Sets. Hier haben wir ein etwas größeres Set mal. Das würde für 80 Euro so erscheinen. 80, 90 Euro ungefähr. Und ich habe das jetzt, das ist kein eigenes Mock, weil ich kann das, kann keine organischen Personenwesen, so gesagt, aus Lego bauen. Das kann ich einfach nicht gut, deshalb habe ich mir ein offizielles Lego-Set genommen. Hab da das halt so modifiziert, dass es zu meinem zu meiner Idee passte. Auf jeden Fall, ja, werde ich euch das heute einfach mal vorstellen. Die Minifiguren blende ich euch einfach ein. Ich habe die aktuell nicht mehr hier, aber man sieht sie hier auf den Fotos. Und wir fangen. Hält ich sofort erstmal an. Wir haben hier Lloyd dabei. Kann man nicht viel zu sagen, außer dass er hier auf jeden Fall seine goldene Waffe dabei hat. Misako haben wir dabei, in ihrer dunklen Version. Wir haben hier noch Garmadon dabei, mit seinen vier Armen. Ganz normale Figur, nothing special. Wir haben hier Wu in seiner goldenen Version dabei. Also, und wir haben hier noch Dragon in seiner, also der Bösewicht, so gesagt, in seinem, sagen wir, ja, in seiner ganz normalen Version dabei, also als er noch nicht so stark war. Guckt euch auf jeden Fall das Story-Video an. Der Drache ist auf jeden Fall eine der wichtigsten Sachen aus der ganzen Season, von meiner eigenen Season so gesagt. Und wir gucken uns das heute erstmal an. Das ist halt, wie gesagt, wie man es offiziell, also wie ihr es schon erkannt habt wahrscheinlich, der Drache des Totenkopfmagiers. Ich kann, wie gesagt, nicht so gut Drachen bauen halt. Deshalb habe ich den einfach modifiziert. Der ganze, wer jetzt hier wo weiß ist, wer das Modell Silber und wo halt die goldenen Details sind. Also ich habe nicht so viele goldene Steine, zum Beispiel hier, wo grau ist oder wo es grün ist, müsste es dann auch noch Gold sein. Zum Beispiel hier diese Teile habe ich nicht in Gold, jedenfalls nicht ausreichend. Und wir gucken uns das trotzdem heute erstmal an. Es ist ein spezielles Set mit einer sehr, sehr coolen Funktion, die ich mir mal so in der Art echt wünschen würde bei Lego. Und ja, hier vorne, der Kopf sollte etwas, wie sagt man es, sage ich jetzt mal, schlichter gehalten werden. Sprich, einfach ein bisschen nicht so auffällig, nicht mit so viel abstehenden Dingern. Hier auch keine Hörner oben drauf, die werden dann mehr so nach unten gebogen, sage ich jetzt mal, wenn ich das so zeigen darf. Genau, halt einfach wie mehr so Schleier. Ich blende euch mal ein Bild ein von chinesischen Drachen, so wie es aussehen sollte. Dann haben wir hier in dem Mittelpart erstmal diese Flagge. Die seht ihr, ist ja einfach dran gepinnt, so gesagt. Und dort ist halt auch noch der Sessel, beziehungsweise der Sattel von Lloyd. Den kann man halt da oben drauf packen. Dann kommen wir jetzt erstmal, da reden wir hier gleich drüber, was das sein soll. Dann kommen wir hier erstmal unten zu diesem Bein. Das wiegt tatsächlich auch so massiv, also von der Anatomie des Drachen hier wäre der auch genau gleich, also der wäre auch nach hinten abgeschweift, so gesagt. Und genau, wir haben halt hier goldene Details unten, hier an der Seite haben wir goldene Details und hier haben wir auch noch ganz wichtige goldene Details, hier auch noch. Nicht zu viel Gold wäre das Ganze, wir haben ja zum Beispiel von dort auch ein paar goldene Drachen. Das hier oben wäre allerdings alles Gold, dieses Graue, ich habe halt wie gesagt nicht so viele Teile. Und wir haben hier auch noch das goldene Teil. Das kann man auch nur so runterklappen. Es gibt hier natürlich auch noch bei dem Drachen diese Funktion hier unten. Diesen fallen lassen. Das wäre bei dem Drachen nicht. Da wäre es einfach hier zu, so gesagt. Also ganz normal Schuppen oder was halt ein Drache da hat. Bei den hinteren Beinen haben wir ein bisschen weniger Gold. Der wäre halt, wie gesagt, dann komplett Silber. Das wäre so mattes Silber übrigens. Wie beim Mandalorianer-Helm. Und dann haben wir hier an den Seiten ein paar goldene Details, weil das hier oben wäre auch alles golden. Und das haben wir hinten noch diesen goldenen Schweif. Hier ist ganz wichtig, dass es wieder so ein schwingbarer wäre. Und dass der extrem lang wäre. Also ich habe jetzt leider nicht mehr diese Teile so richtig. Aber der wäre nochmal doppelt so lang oder so. Also eben, ich weiß, vielleicht das wird in Regalen nicht so gut aussehen. So einem großen Schwanz, aber so in dem Fall macht es halt mehr Sinn mit dem Schwingen. Also der könnte wirklich bis hier ganz vorne schwingen. Darum geht es auch, das ist auch die Main-Funktion dieses Sets. Und zwar müssen wir dafür erstmal hier ein bisschen den ganz bisschen verdrehen. So, ihr seht ja hier, das soll tatsächlich übrigens der Flügel sein, das hier oben. Ich weiß, es sieht nicht ganz so aus. Aber wir haben hier vorne wie so eine Kralle oder so, noch so ein Ausläufer auf jeden Fall. Den können wir jetzt runterdrücken und ihr seht schon, das ganze Feld hier entlang
Das soll so nach hier vorne fallen. Und wenn wir da jetzt mal eine Minifigur hinstellen, ich nehme jetzt hier einfach mal so ein Eissamurai. Den werden wir mal hier hinstellen, ja? Und dann machen wir das, zack, dann gehen wir hier das wieder hoch. Übrigens, das ist mit Absicht. Ja, jetzt fällt schon das erste Teil ab. also am Anfang wäre der Drache halt so positioniert. Ihr seht, ganz wichtig jetzt hier, ich kann das so normal runterklappen. Ihr seht hier Brick on Brick, dann rutscht das nicht ab. Das ist sehr wichtig, sonst würde das Ganze nicht funktionieren. Und das ist hier oben, dann drücken wir halt hier, so gesagt, drauf, drücken nach unten und dann zur Seite. Und das geht dann das Ganze geht dann nach vorne. So, ich stelle ihn jetzt mal hier ganz kurz hin. Mach das jetzt in fließend, dann sieht das nochmal besser aus. Zack. Das Teil ist echt nicht fest. Ich habe leider nicht mehr so einen Vierer-Noppen. Nur noch so ein Einser-Noppen-Dings. Hier, das ist halt da festgemacht. Also der muss da eigentlich so sein. Ihr seht, da wird die Minifigur umgekickt. Ja, es ist hier ein bisschen wenig Platz tatsächlich im Studio. Ich hoffe mal, das geht auch so, dass es jetzt hittet. Ja, es geht jetzt genau darüber, aber wenn ich die Minifigur jetzt hier hinstelle, zack, das nochmal zurück mache. Hier oben hin. Na. Sorry, ich musste kurz einen Cut machen, bin ja einfach jetzt wieder nach unten gegangen. Zack, zack, ihr seht, der wird weggekickt. Ich finde, es ist, wenn es jetzt hier unten ist, kann man ja auch so drüber gehen, drehen noch. Oder man kann das hier auch einfach so ein bisschen nach vorne machen noch. Ihr seht, dann kann dann das Ganze hier, das ist noch nicht ausgebaut, das ist generell noch nicht ausgereift, das Set. Es wird noch ein zweites Video kommen, wenn ich das ein bisschen besser gemacht habe. Nur, ja. Ihr seht schon, das ist wie so eine Art Schwert, was da einfach entlang fährt. Da kann man so richtig hier sogar zack, das herspulen. Mein Gott, dieses Teil geht auch wirklich immer ab, ne? Also hier, das ist halt nur eine Noppe, die da reingemacht ist. So, zack, und dann halt entsprechend geht das hier so hin und her. Also wenn man hier eine Minifigur hinstellt, dann wird die schon ordentlich weggekickt, sage ich jetzt mal. Das auf beiden Seiten, das würde echt schon eine coole Funktion darstellen. Und ich glaube auch eigentlich, dass es zum Spielen ganz cool wäre, aber im Regal, wenn man das jetzt wieder so gerade macht, sage ich jetzt mal, man kann tatsächlich auch das sogar hier noch hier an die Seiten so eincutten, so gesagt. Also man kann das hier verschieden einstellen. Dann sieht das ziemlich cool aus. Tut mir leid, das Video war jetzt so ein bisschen vielleicht ja, random, sage ich jetzt mal. Und noch nicht ganz fertig. Ich kann halt einfach keine Drachen mal bauen. Ich habe mir vorher echt viele Gedanken gemacht, wie man das jetzt hier umsetzt. Das ist somit der beste Weg hier. Mit dieser Befestigung, so gesagt. Also ihr seht nochmal, hier ist es gerade Noppen, gerade Noppen. Deshalb geht es hier nicht runter. Man muss das Ding wirklich erst runterdrücken. Dann löse ich der von der Noppen. Und dann halt zur Seite, damit das hier so her schwingt. Und dann sieht es schon imposant aus. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera so ganz rüberkommt. Aber hier sieht es auf jeden Fall schon ziemlich cool aus und bedrohlich. Und dann schwingt das dort entlang und wenn jetzt hier eine Minifigur steht, zack. Und natürlich kann man die noch weitermachen, dass die wirklich hier kommen auf zum Boden gehen. Das ist gar nicht mehr so viel, gar nicht mehr so viel unbedingt. Also das wären nur 2 cm oder so. Vielleicht noch einen neuen Kopf mache ich. Ich muss mir mal überlegen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr den findet. Und ciao.